bestimmt der ein oder andere diesen Spruch. Der ist auch realistisch. Aber man muss sich auch nicht mit jedem abfinden. Erstmal haben und dann kann es immer noch irgendwo weitergegeben werden zu Leuten, die es gebrauchen. Ja, so denke ich meistens. Ich nehme erstmal, wenn ich nicht gebrauchen kann, gucke ich mal, wer es gebrauchen könnte, dem damit besser geholfen wird als mir. Denn derjenige, der es mir gegeben, also der, von dem ich es wahrscheinlich nicht genommen hätte, der hätte es dann wahrscheinlich weggeworfen und dann wäre das dann auch total sinnlos gewesen. Gut. Dann wollen wir mal. Die Edelsteine sind natürlich auch mal ein kleiner Bonus. Die brauchen wir sowieso meistens. Bitte nicht die Kohle, sondern Eisen. Mann, die Kohle brauche ich nicht. Ich brauche Eisen. Hättest du die auch selber in den Arsch stecken können. Okay. Haben wir hier noch etwas? Da ist noch eine Blüme. Eine Blümele. Ja, dann wollen wir mal hier weiter. Hallo Erik. Ach übrigens, Ariel kann jetzt laufen. Ich habe ihr zwei Beine. Ich habe ihr die Flossen amputiert und ihr zwei Beine geschenkt. So. Ist merkwürdig, wie sich das auch ändert. Platz haben wir noch. Also passt ja noch was rein. Wir machen jetzt erstmal wirklich eine schöne Säuberungsaktion. Ein Stein. Hätte er sie auch schenken können. Da ist eine Blume. Ich weiß ja nicht, wenn wir noch alles aufsammeln irgendwo hier unterwegs dann später. Ach, da vorne war noch ein Stein. Ach, egal, habe ich vergessen. Nämlich den, der sieht sowieso schon wertvoll aus. Der hat irgendwas Schönes an sich. Boah, meine Güter. Gut. Die Muschel kann ich übrigens nicht aufheben, falls jemand das sagt. Die ist da irgendwie total verankert. Ich bin erstmal voll. Ich würde vorschlagen, Eier kann ich wahrscheinlich auch nicht mitnehmen, weil ich bin ja voll und ich habe kein Ei bisher gefunden, sage ich doch. Gut, dann lassen wir uns erstmal nach Hause. Ja? Aber erstmal gucken, was haben wir denn hier? Wow. Dann wollen wir mal nach Hause, wa? Dann machen wir beim Strand gleich hier weiter mit der Putzaktion. Ja, der Briefkasten, dadurch, dass ich den halben Tag hier im Update bin, kann er jetzt auch nicht verbinden. Das ist irgendwie total doof. Okay, na dann. Ist egal. Ich guck mal, wenn das Update hier vorbei ist. Dann gehe ich mal in den Briefkasten und dann schaue ich mal nach, was der hat hier. So, wir haben hier erstmal die Edelsteine. Die kommen erstmal weg, dann haben wir erstmal Platz im Inventar. So. Gut, hier. Einmal da und einmal da. Die beiden passen also nicht rein. Okay, dann haben wir ein Steinchen. Da. Holz haben wir. Da. Warte mal. Vier. Nee, du wirst verkauft. Von jedem vier. Von denen haben wir zu wenig. Eindeutig. So. So. Lehm haben wir noch nicht in der Tasche. Aber das haben wir. Dann haben wir diesen Edelstein noch. Der müsste aber hier reingehen. Genau. Und jetzt müssen wir vorne gucken, was haben wir nicht. Bei den Blumen haue ich hier erstmal rein. Okay. Wir sehen hier, das Ding ist voll.
Das kommt jetzt alles mal hier nach unten. Okay. Das sind alles die Sachen, die verkauft werden können, weil die sind einfach schon voll. Okay, dann haben wir das. Gut. Erstmal das Erste, was verkauft werden kann. Dann haben wir hier das Gemüse. Wir haben hier Kokosnüsslein, die passen noch rein. Wir haben Himbeere. Aufteilen. So, die 10 können hier noch rüber und die 8 können verkauft werden. Die sind hier auch voll und die sind hier auch voll. Okay. Dann haben wir die Zitronen, sind voll, weil ich behalte immer nur 4 rein von denen. Bei den Kirschen genauso und hier eigentlich da und da und da. Blaubeeren kann man aufteilen, damit wir wieder 50 Stück haben. Könnt da rein und der Rest wird verkauft. So, dann haben wir erstmal das. Und das kommt da rein. So, Champignons. Jetzt haben wir 100 Stück. Muss nicht mehr sein als nötig. Jo. Davon haben wir zu wenig, davon haben wir zu wenig, davon, davon, davon. Okay, dann haben wir hiervon auch immer nochmals auch 2. Okay. Gut, davon haben wir sehr viel bald. Die können wir bald auch verkaufen, aber die hier, da ist dann das nächste, was kommt. Und hier, das ist auch das nächste, was kommt. Schaut mal hier, hier habe ich doch mehr als ich dachte. Dann kann das hier hoch. Genau, der Salat. Gut, dann kommt das und wird das hier auch verkauft. Perfekt. Mache ich gleich so, damit das hier ein bisschen passt. Und das kann dann hier hin. Okay, Möhren, Möhren. So, Möhren haben wir schon zweimal. Dann kann das auch hier hin. Und das ist dann auch okay. Super, dann haben wir das schon mal ein bisschen geordnet von jeweils zweimal. Da reicht aber trotzdem die Kiste nicht aus. Was haben wir jetzt noch drinne? Was haben wir eigentlich noch drinne? Wir haben das, das passt vorne nur rein. Das kommt hier in die Kiste. So. Eier und das passt. Okay. Wir müssen beide Eisen sammeln. Wie gesagt, das ist ja wichtig. Und jo, hier passt das natürlich nicht rein, die roten Eier. Davon haben wir auch wirklich sehr viele. Jede Menge. Davon haben wir, das kann nicht auch verkauft werden. So. Genau, es ist alles, was hier verkauft wird. Boah, das ist ganz schön viel, Alter. Alter, später. Ist nicht ohne. Ist wirklich nicht ohne. Und hier, der Platz reicht ja bald nicht mehr aus hier. Da kann man bald eine ordentliche Verkaufstour machen. Gut, wir müssen weiter hier abbauen. Mal gucken, ob erstmal für unterwegs noch ein bisschen Verpflegung wieder gewachsen ist. Nee. Ja, ich habe ja Verpflegung bei. Ist ja halb so schlimm. Ich würde vorschlagen, ich muss also bis zum schillernden Strand runter. Deswegen gehe ich gleich hier von oben nach unten. Und dann haben wir ja schon einiges hier abgearbeitet. So. Da ist noch ein Ei. Gut. Ich nehme jedes Ei, was ich haben kann. Solange ich nicht drauf sitze und ausbrüten muss, ist alles in Ordnung. Da ist ein Steinchen. Weil hier oben gibt es auch Eisen. Ich muss
Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.